Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fallout New Vegas. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir werden heute auf Jagd eines Scharfschützen gehen und dann endlich ein Scharfschützengewehr für uns bekommen, hoffentlich. Und wieso ist das hier so? Ich will, dass es hell ist. So, abbrechen. Jetzt ist es hell. Und ja, in dem guten Dörfchen, wo wir zurzeit sind, Bitter Springs, treibt sich ein Scharfschütze rum. Beziehungsweise in den Bergen. Draußen vom Berge komme ich her. Genau. Und der kommt hierher und erschießt einfach Leute. Einfach so. So, bam, tot. Und wir werden dem Ganzen jetzt mal auf die Spur gehen. Aber dafür müssen wir hier erstmal wieder aus dem Dorf raus. Und eine Wegrichtung Norden finden. Reise den Norden. So, das war der Friedhof hier von den... Stimmt, 6 Leute wurden erschossen. Das sind 12 Gräber. Achso, hier sind ein paar mehr Gräber als... Aber die meisten hat dieser Scharfschütze zu verantworten, die hier liegen. Und dem wollen wir jetzt so langsam mal ein Ende bereiten. Da hinten waren wir schon an dem Ort. Hier, da unten sind diese scheiß Fliegen. Ja, und die wollen auch hinter uns her. Oh Gott, auch noch die Großen davon. Na? Stirb! Verdammt! Genau, Kumpel, hilf mal ein bisschen mit. Boom! Sehr schön, und die andere kriegst du auch noch. Komm, ich versuch's auch nochmal. Ob das was bringt, wenn wir auf dem Zielen und der so rot leuchtet für Boon? Ich glaube ja. Bei Scharfschützen arbeiten ja zu zweit. Na schön, hier irgendwo in den Bergen soll sich ein Typ rumtreiben. Der Böses will uns allen. Und der anscheinend aus Jux und Tollerei irgendwelche Leute erschießt. Ein schönes Gelände, um sich zu verstecken. Und ich glaube, wir sollten mal ganz kurz speichern, weil ich glaube, das haben wir schon eine ganze Zeit lang nicht getan. Ja, so eine Stunde. Aber so lange sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Doch, so lange sind wir schon draußen unterwegs. Ah, sehr schön. Aber da ist irgendwo noch was. Dein Arsch gehört mir. Ah, so viele Feuergeckos. Bam. Haufenweise Feuergeckos, Blätter-Action. Und Level Up, sehr schön. Oh, da ist noch einer. So, die Krieche können wir dann ja mal voll machen. Schusswaffen haben wir schon voll, Medizin. Sprache, Sprengstoff, Waffenlos, Wissenschaft, Überleben. Was macht Überleben nochmal? Hört die Trefferpunkte, die sie durch Essen und Trinken erhalten. Außerdem ermöglicht sie die Herstellung von Verbrauchsgegenständen am Lagerfeuer. Schleichen, reparieren. Medizin ist mir noch sehr wichtig. Energiewaffen können wir eigentlich auch so... Sollten wir vielleicht auch irgendwann mal machen.
Nachdem wir Medizin haben. So, jetzt können wir hier wieder heftige Sachen verteilen. Spezial. Mit dem extra Spezial können Sie eine vierte Spezialfähigkeit als Spezialfähigkeit auswählen. Sofort um 15 Punkte erhöht wird. Bla. Nö. Die für Waffen benötigte Stärke ist nun Schwerpunkterkenner. Sie sind kein großer Freund graziler Kunstschüsse. Direkt in der Mitte tut's schließlich auch. Im Watz versuchen sie 15% mehr Schaden mit Angriffen auf den Rumpf. Läuterer. Sie frügen Zentauren, Nachtpirschern, Todeskrallen, Supermutanten und wilden Ghoulen 50% mehr Schaden. Ja, Apotheker mit der Abwehrwirkung von Medikamenten doppelt so lange. Adamantium-Skelett. Schneller Stoffwechsel. Erhöhten sie die Verwendung von Stimpaks. Gesundheitsbonus von Robotik. App-Experte. Und zurückbleiben. Nerdwood. Ihre Stärke auf 10. Nachtmensch. Kampf der Mächtigen. Plus 2 zur Schadensschwelle und 5% extra Crit gegen jeden, der eine Rüstung der RNK, Legion oder Bruderschaft trägt. Finesse. Erhöht sich ihre Chance, einen Gegner im Kampf kritische Treffer zuzufügen, um das. Solange sie das Gewehr in einer ähnlichen Waffe. Solange sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit zwei Händen zu bedienen ist, erhalten sie einen Bonus von 25% auf ihre Wattpräzision. Das klingt gut. Oh. Das klingt auch. Das Bild sieht schon mal sehr schön aus. Sie sehen es nicht gerne, wenn sich Raider, Junkies oder Stammesleute in zivilistischen Gebieten niederlassen. Sie verursachen 15% mehr Schaden gegen sie und verursachen die. Okay. Angewandte Anatomie. Mit erkennen sie Gesundheit und Schadensschwellen eines Ziels. Außerdem erhalten sie einen Schadensbonus von 5% gegen Menschen und nicht wilde Ghule. Schatzsucher, finden Sie mehr Nuka-Cola, Kronkorken als sonst. Härte. One and Gun, Kannibale, Langzeitgedächtnis, Ladykiller. Mich macht das alles nicht so richtig glücklich. Nehmen wir erstmal den. Starker Rücken, dann können wir ein bisschen mehr rumschleppen. Das eine mit den Schaden wäre wahrscheinlich auch nicht so verkehrt gewesen, aber das können wir auch beim nächsten Mal noch skillen. Brockblumen. Ja, wir scheinen dem Ziel näher zu kommen. Feuergecko. Auf zu spucken. Böses Vieh. Hat die Sau uns Tatsache angezündet. Ist das Feuergecko? Gehen wir mal hier durch. Okay, da ist der Höhleneingang. Toll, eine Großkarnhöhle. Großkarn-Vorratslager betreten. Alles klar. Bin ich ja mal gespannt, was uns da drin jetzt erwartet, ein Gegnerhorn. Na, fick dich doch. Sie haben Karma dazu gewonnen. Großkarne. Gnädiger Verbrecher. Sie haben zwar den Ruf eines Verbrechers, aber man weiß, dass sie manchmal auch ihre wohltätige Seite zeigen. Na toll.
könnte in Bitter Springs gekämpft haben. Oder hat es zumindest miterlebt. Ja, offensichtlich. Und dann wollte er hier nicht weg, wie es aussah. Aber jetzt können wir deren Lager plündern. Beziehungsweise was davon noch übrig ist. Zum Beispiel dieses Dosenfutter. Medex. Oh, was haben wir denn hier oben? Großkarn-Vorratslager. Jagdgewehr. Patronen. Irgendwelche gruseligen Fässer. Die auch noch merkwürdig summen. Das ist ein Granatenwerfer. Und ein Kampfmesser. Aber auch hier ein paar Kistchen stehen. Aber so groß ist die Beute jetzt nicht. Vor allen Dingen zu essen hat er genug. Sein Bett. Aber lecker essen hat er ja hier. So eine halbe Kuh hängen? Ich frage mich, wie er die da hingehängt hat. Muss ja höllenschwer sein, das Vieh. Nichts. Ach, das war schon. Einmal im Kreis gelaufen. Alles klar, dann können wir wieder raus. Mojave Ödland betreten. Ödland. Ödland. Oh, schöner Blick auf Vegas von hier. Und irgendwo vor uns ist auch ein Örtchen. Gehen wir mal gucken. Das war knapp. Und mich fast gebissen, die Sau. Wahrscheinlich auch wieder nur irgendeine Passage hier. Aber erkundet ist erkundet. Hm. Sackgasse. Ja, solange wir sie aus der Ferne treffen, ist alles gut. Sehr schön. Da kommt der nächste. Gut gemacht, mein Freund. Sehr, sehr gut gemacht. Können wir alles noch mitnehmen und verhökern. Warum er da auch immer im Berg stecken musste. Das liegt hier. Bloodborne-Höhle. Das klingt mir zu brutal. Das Spiel war zu schwer. Also, Bloodborne. Und die Befürchtung, die Höhle ist ähnlich. Ist zwar sehr abwegig, aber ein Retter in der Not.
Na gut, dann benutzen wir mal die Schnellreise gerade, um da zurück ins Dorf zu kommen. Tada! Düs, 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 düs! Schnell Reis, schnell, schnell Reis, schnell Reis, schnell Reise. Bin gespannt, wie die Stadt aussieht nachher. Ich habe ja den Fallout 4 Trailer gesehen und das ist echt unglaublich hübsch. Auch die Städte und alles eigentlich so beeindruckend pompös und krass. So, wir wollten Bericht erstatten, dass wir Dingsbums... Angeblich wurde ein lästiges Lager der Legion dem Erdboden gleichgemacht. Na, die jagen mich schon wieder. Boah, wieso ruckelt das denn so gerade? Das ruckelt ja richtig böse. Ich kann so nicht kämpfen. Stirb, Mann. Hey, du bringst dir die wichtigen Leute um. Na, verdammt. Da ist auch noch einer. Ja, nur zwei. Mann. Tauchen hier einfach auf, die Pisser. Alten Kacknasen. Dann töten die natürlich die ganzen armen Leute hier. Seine Tellerrüstung hier. Na gut. So, wieder eine Rüstung repariert. Dann können wir auch wieder laufen. Habe ich irgendwo eine verstärkte Lederrüstung? So rum können wir nicht reparieren, aber so rum. Na gut. So, hier können wir bestimmt auch noch ein bisschen was zusammen basteln. Genau, die hatten wir auch gefunden, schon vorher. Buste, Karawan, Flinte. Ach, scheiß Legion, echt. Steht hier auf einmal mitten im Dorf und fängt hier Streit an. Das tut mir echt leid, Leute.
Sie hier. Sie sind zurück? Schon Fortschritte dabei gemacht, unsere Haut zu retten? Yep. Ich habe das Vorratsversteck in einer Höhle oben in den Bergen gefunden. Vielleicht hilft es. Woher haben Sie das? Wissen Sie was, das spielt keine Rolle. Das löst unsere Probleme zwar nicht ganz, aber es hilft doch enorm. Freut mich, aber das Angriff... Bla. Um das Problem mit den Angriffen gekümmert. Tatsächlich? Wer war es? Weitere Informationen wären mir eine große Hilfe für meine Berichte. Das war ein Raider der Großkarne. Er hat sein Lager in einer Höhle in den Bergen aufgeschlagen. Tatsächlich? Nun, dieser Canyon war einmal ein Stützpunkt der Großkarne. Ich nehme an, dass er uns deswegen so leicht ausweichen konnte. Er kannte sich ja wohl aus. Wissen Sie, warum die Großkarne so fern des Red Rock Canyon unterwegs sein sollten? Vor rund 3 Jahren hat die erste Aufklärung der RNK das Lager der Karne hier angegriffen. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers wurden Nicht-Kombattanten getötet. Das nahm er uns wohl immer noch übel. Es war ein tragischer Fehler. Aber wir haben nach Kräften versucht, Wiedergutmachung zu leisten. Okay, zum Beispiel, es sieht aus, als ob die RNK die Karne ganz und gar aus Bitterswings vertrieben hat. Wir versorgten die Verwundeten. Alle Verwundeten. Und erlaubten den Karnen in Red Rock Canyon eine Siedlung zu errichten. Tja, ich habe mich drum gekümmert. Er ist tot. Gut, dass das erledigt ist. Trotzdem hätte ich eine gewaltlose Lösung bevorzugt. Hier gibt es schon zu viel böses Blut. Er hat angefangen. Wie kann ich helfen? Im Moment nehmen wir alles, was sie uns geben können. Wir brauchen mehr Truppen, frischen Nachschub und medizinische Versorgung. So, dann haben wir mit der nichts mehr zu klären. Gucken wir nochmal ins Inventar. Gucken, was wir hier so zusammenbauen können. Nichts, aber hier müsste was gehen. Genau. Jetzt können wir wieder laufen. Gucken wir nochmal, was der zerplatzt hier unten hat. Heilpulver, Hülsen, Patronen, Kohle, Machete, Maske, Wurfspeere. Schon sind wir wieder überladen. Jetzt haben wir schon 50 Punkte mehr und sind trotzdem ständig überladen. So, weg damit. Brauchen wir nicht. Dann gehen wir jetzt hoch. Aber erst müssen wir noch die Mission. Da. Leutnant Markler, Sie brauchen Hilfe. Ja, was denn? Captain Grid schickt mich. Es geht um die ärztliche Versorgung hier im Land. Hey, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Arzttaschen wären eine große Hilfe, aber vor allem brauche ich seltene medizinische Fachliteratur. Ich bin nicht für die Behandlung massiver psychologischer Traumata ausgebildet und wir haben viele Kinder im Lager. Medizinische Fachliteratur? Sind Sie denn kein Arzt? Ich bin ein Feldsanitäter der Armee. Ich kann Schusswunden, Schrapnellsplitter und Wundbrand problemlos behandeln. Aber das hier, die Kinder, die psychologischen Traumata und der ganze Rest, das übersteigt meine Möglichkeiten. Irgendeine Ahnung, wo ich solche Bücher finden kann? Karawanenkompanien sind wahrscheinlich die beste Adresse. Kleinere Händler werden so etwas Ausgefallenes wohl nicht haben. Dann halte ich nach Büchern über Perditatrie und psychologische Traumata offen. Vielen Dank. Jede Hilfe, die Sie uns gewähren könnten, wäre ein Gottesgeschenk. Arzttaschen? Ich habe Ihnen diese Arzttaschen mitgebracht. Hoffentlich helfen Sie. Vielen Dank. Damit sollten wir eine ganze Weile ausreichend versorgt sein. Sehr schön. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich bin ziemlich dürftig ausgestattet. Er hat nichts zu verkaufen. Alles klar. So, unsere nächsten im Camp Fallen Hope in McCarran und Camp Golf nachfragen und Nachschub für das Lager finden. Im Norden sollen wir Nachschub für das Lager finden. Aber da waren wir doch schon. Haben wir was übersehen? Ach ja, dieses Hochspringen an unmöglichen Orten ist toll. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um.
Anscheinend ist hier schon was ganz in der Nähe. Was zum... war das denn bitte, Gecko? Gecko ist ja völlig durchgedreht. Oh, Großkampf-Vorratslager betreten. Gucken wir doch mal rein, was uns da drin noch erwartet. Es war überraschend, dass hier noch so eine Höhle ist. Explosion! War das jetzt gut oder schlecht? Ja, noch eine. Irgendwie ist das cool. Das ist ja auch noch alles verstrahlt in der Mine. Hydra, schmutziges Wasser. Was haben wir hier noch? Kacke von allem möglichen Zeug. Zum Glück ist die Strahlung hier so gering. Das brauchen wir alles nicht. Sondern raus hier. Ekelhafte Höhle. Und damit wären wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Das war heute, glaube ich, ein bisschen abrupt, aber wir haben heute auch wieder ein bisschen länger gemacht. Daher hoffe ich, es hat euch gefallen, hier ein bisschen Action und fliegende Geckos und all solche Sachen mit mir erlebt zu haben. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Das zeigt mir, dass es euch sehr, sehr gefällt und ich definitiv weitermachen sollte, so um. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder in einer neuen Runde von Fallout New Vegas. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao.